Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Leider hat sich mein Spiel, nachdem ich das letzte Mal versucht habe, eigentlich nur noch Orisa zu erobern, gegen mich verschworen, weil wir etwas zu viel Infamie hatten. Jetzt haben wir ein War of Containment, sogar zwei. Weil die blöden Chinesen haben mir auch den Krieg erklärt, wobei ich dazu sagen muss, der Krieg mit China ist mir jetzt egal ein wenig. Wichtiger ist der Krieg gegen Italien, Deutschland und das Osmanische Reich. Und die Niederlande, ja gut, aber die sind uns noch egaler. Und wir bringen da jetzt eine Truppe nach der anderen rauf. Nach Samara. Ja, wir fahren da ziemlich schnell drüber eigentlich. Die Osmanen können da eigentlich nicht wirklich was dagegen tun, was wir da tun. Hey, wir haben Wappen ja auch gewonnen. Ist okay. Hier haben wir auch die Niederländer jetzt erledigt. Boah, da wird es schon schwieriger, die Sachen zu erobern, weil wir haben hier Level 4. 5 oder Level 6 Force, Level 5 Force. Schade. Schlacht von Marasch. So. Fast einmal daher. Nein, wir senken mit der Militanz. Okay.
nach Kirkuk. Ja, ja, was mir doch klappt. So, schauen wir mal. Die Schlacht. Yay. Und tatsächlich was versenkt mal. Protektionismus ist gut. Okay. Noch ein Gebiet, das zum indischen Kernland dazugefügt wurde. Ein bisschen leistungsfähigere Fabriken. Und Kuwait hatten wir auch schon mal erobert. Hey, meine ersten Schippernackeln. Die ich gebaut habe. Kommen langsam an. Auf nach Mosul. Auf nach Antalya. Okay, verdammt. Dieser Krieg ist so mühsam. Eigentlich ist er überhaupt nicht mühsam, weil wir einfach zu stark sind für die anderen. Können wir bitte diese Schlacht endlich gewinnen? Ruf nach Erbil. Ruf nach Mendeli. Mist. Das war's dann wohl. Das wäre natürlich auch ein schönes Gebiet zum Erobern, Indonesien. Thank you.
Wir sollten vielleicht noch paar von diesen Transportern auch noch bauen. Tja, dieser Teil des Osmanischen Reichs ist schon unter unserer Kontrolle. Oh, das sind tatsächlich Rebellen. Könnten wir bitte endlich dieses Ding auch zerstören? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Autsch. Das war grauslich. Noch gut. Mehr Floppen. Stärke. Ich würde ganz gerne Kriegsziele hinzufügen. Was geht irgendwie nicht? Was? Es wird immer weniger Hurra-Patriotismus als mehr. Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Ärgerlich. Dann hole ich euch halt von da ab. In unserem Kampf gegen China. Ich will aber gar nicht gegen China kämpfen.
kann man denen einen weißen Frieden anbieten, ob die das machen würden. Tja, dann halt nicht. Und nach Tibet kommen wir ja nicht von unserem Gebiet aus. Das heißt, wir müssen noch einiges an den chinesischen Truppen erledigen. Ach, siehst du, die könnten nämlich darunter auch gehen. Nähe bei zu Hause. Ja, Istanbul einnehmen wäre schon auch sehr lustig gewesen. Sachen. Was ist da passiert? Achso. Was nimmt den Modus? So, jetzt haben wir mal die Briten da raus. Japaner da. Mhm. Gut, und dann überlegen wir uns, gibt es die Möglichkeit irgendwie uns doch noch zu erobern? So bräuchten wir wahrscheinlich einen Kriegsgrund gegen Großbritannien. Das haben wir natürlich nicht. Vielleicht können wir gegen China immerhin was gewinnen. Da könnten wir dann zumindest zumindest bevölkerungsreichster Staat noch werden. Was weiß ich. Hey, wir haben in Djibouti einige chinesische Truppen erledigt. Oh, Mist. Das habe ich jetzt nicht angelesen. So irgendwas mit Bhutan. Ah, sie haben uns. Sie haben uns.
gemeine Sachen über uns gesagt. Okay, Residenz. Und naja, wie schon gesagt, eigentlich nicht wirklich machbar. Wir haben immerhin ein minus 6 dort, aber wir haben ein plus 6 eigentlich. Was ist? Würdet ihr Frieden schließen? Aber halt nicht. Zwölftausend. Chinesische Soldaten, die Hongkong verteidigen. Sehe klar schon wieder die Sozialisten. Vielleicht sollten wir einfach die Nationale Front einsetzen als Regierungspartei. Haben die jetzt das zurückerobert? Ja, schaut fast so aus. Ach, Schweden ist jetzt unfähig. No. Einheiten können wir noch transportieren. Gut, du fährst mal daher. Scheinbar geht's noch ein Jahr. Boah, plus 50% Landwirtschaftsleistung, nicht schlecht. Schauen wir mal, ob China jetzt Frieden schließen würde.
Hey, wir haben wieder Geld. So, du bleibst da. Wir müssen Truppen heimbringen. So, 12 Einheiten müssen wir transportieren können. Achso, warte mal. Pause aufgedreht. So, jetzt sollten aber noch nicht genug sein. Na gut. Oh. Ich bin nur drauf gekommen, in Eritrea haben wir vergessen, was zu bauen. Ach Gott. Und jetzt können wir keine Sachen mehr ausbauen, sondern wir müssen das quasi erweitern, was die uns hinsetzen. Das ist natürlich irgendwie doof. Hey, ja, und gerade statistische Kunstpunkte sind immer in 1,1
Prestigepunkt. Oh, apropos, warte mal, da wollen wir raufgehen. Da gehen wir ein bisschen runter. Da gehen wir auch ein bisschen runter, aber nicht viel. Technisch gesehen sind wir eigentlich noch im Krieg. Was? Bankenfreiheit? In einem unserer Staaten ist es heute zu einem Sturm auf die Kassen gekommen, nachdem bekannt wurde, dass eine lokale Bank eine Währung zu einem Wert herausgegeben hat, der den Wert ihrer flüssigen Posten bei weitem übertrifft. Die Situation wird nun auf nationaler Ebene und im Parlament diskutiert. Gegner der Bankenfreiheit, diesen Fall zur Argumentation der Bankenfreiheit an sich benutzen und die Regierung zu einer strengeren Regulierung des Bankensektors aufrufen. Dem stellen sich mächtige Interessen der Industrie- und Freihandelslobby entgegen. Wir dürfen uns den nationalen Wirtschaftspolitiken von den Launen von profitieren. Ja, das ist gut. Elf, einen brauchen wir noch. Und du? Oi, du bist doch ziemlich dezimiert worden. Du gehst dann halt da nach Jodhpur und dann werde ich später mal wieder aufpäppeln. Was fehlt dem noch? Ah, eins davon. Genau. Ah, offensichtlich haben wir die nicht gebaut. Faschistische Zeitschrift. Jodhpur angekommen ist okay. Gut. Ich würde fast sagen, das war unsere vorletzte Folge in diesem Spiel, weil wir haben jetzt nur noch ein halbes Jahr vor uns. Wir haben keine Kriege mehr. Das bedeutet, wir sind, ach so, verdammt, ich bin so dumm. Wir sehen uns bald wieder und danach fangen wir mit einer neuen Serie an, aber nicht Victoria. Auf jeden Fall viel Spaß und bis dann. Tschüss euch.